Femina Beats. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fabos World. In diesem Sinne, mein Name ist Fabo, ihr kennt mich. Es ist wieder soweit, ein neuer Teil von Fabos World kommt online, beziehungsweise geht jetzt online, wenn ihr das seht. Und ja, was steht heute an? Wie so ein paar Kleinigkeiten. Ich fahre gleich zum Sport mit den Jungs, einmal Zaka. Der andere Kollege wird jetzt nicht erwähnt. Ich weiß nicht, ob er erwähnt werden möchte, ob er auch gesehen werden möchte, keine Ahnung, deswegen lasse ich es erstmal weg. Wenn wir uns gleich treffen, zeige ich ihn, falls er sich zeigen möchte. Falls nicht, seht ihr ihn eben nicht. Dann muss der junge Mann die Kamera halten beim Sport. So, wie gesagt, Sport. Wir fahren gleich zum Sport. Trainieren einmal eine kleine schöne Runde, danach geht's mit meinem Auto in eine Werkstatt. Keine normale Werkstatt, sondern eine Folienwerkstatt bzw. ein Folierer. Mein Auto ja wird foliert, es wird mal Zeit für einen neuen Tapetenwechsel. Ja, mein Auto ist jetzt schwarz gewesen, finde ich nach einer Zeit jetzt relativ langweilig irgendwie. Deswegen fahren wir heute mal dahin und mal schauen, was der Folierer uns so Schönes zaubern kann. Das heißt, mein Auto wird in 2 Tagen irgendwie weg sein. Ein bisschen ätzend, aber egal, scheiß drauf. 2 Tage jetzt zum Sommer wollte ich irgendwie nochmal eine geile Folie haben für den Sommer, die dann auch schön reinknallt bei geilem Wetter und damit man ein bisschen durch die City cruisen kann. Was steht noch an, Freunde? Ich weiß es auch nicht. Ich muss jetzt kurz einmal meine Sporttasche packen, beziehungsweise habe sie gerade schon gepackt. Hier seht ihr das. Immer noch meine halbe fertige Wohnung. Ich hoffe, wenn alles klappt, ziehe ich auch bald um. Seht ihr dann aber auch in einem Vlog nochmal. Dann nehme ich euch dann natürlich auch wieder mit hin. Ansonsten würde ich sagen, ich mache mich einmal kurz ready, fahre los, treffe mich dann mit den Jungs, wie gesagt, vom Sport direkt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich nochmal da wieder, obwohl ich überlege, vielleicht, es muss nochmal ein kleiner Outfit-Check her, richtig? Ja, ich mache nochmal einen kleinen Outfit-Check, Freunde. Kurz hier mein Portemonnaie einpacken. Mein Schlüssel muss auch mit. Da muss ich nochmal meinen Autoschlüssel holen. Und jetzt seht ihr mal meinen Kühlschrank auch. Ich habe einfach nie was zu essen drin. Hier irgendwie so ein paar Sachen. Die Cola wurde mir falsch geliefert. Ich hätte eigentlich eine Cola Zero bestellt. Ich habe eine normale Cola bekommen, aber nicht so schlimm. Hier Wasser muss ich einmal mitnehmen. Auch zum Sport gleich. Ansonsten alles voll nur mit Eiweißshakes. Waren im Angebot, habe ich einfach mitgenommen. Und ansonsten Gewürzgurken. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. Da hinten ist Schafskäse, bisschen Sucuk. Hier auch so eine Hafermilch, nochmal Mandelmilch. Ansonsten, das war es auch schon. Mein Kühlschrank ist immer sehr, sehr dürftig. Wer mich kennt, weiß das. Genau, wer mich kennt, weiß, dass mein Kühlschrank ist, beziehungsweise jeder, der mich kennt, weiß, ich koche nie selber, ich gehe immer draußen essen, deswegen dementsprechend sieht auch mein Kühlschrank aus. Aber wie gesagt, nicht so wild, Freunde. Noch bin ich nicht vom Fleisch gefallen. Der Bizeps wächst auch, gerade auf einer sehr guten Form, muss ich sagen, beziehungsweise wird jetzt wieder noch besser zum Sommer hin. Und ich mache mich schnell ready. Wir sehen uns gleich nochmal vor dem Spiegel, vor dem Outfit-Check und ich würde sagen, bis gleich, Freunde. Ich habe mir jetzt gerade nochmal hier so schnell einen Eiweißshake auch mitgenommen aus dem Kühlschrank. Und so ein Riegel, jetzt frage ich mich, wo ist der Riegel hin? Ah, hier, so ein Riegel von Gold's Gym, das sind die neuen Produkte von McFit. Geile Riegel, ich habe schon einen davon probiert, aber einen anderen Geschmack. War übertrieben nice, jetzt probiere ich gleich den auch nochmal schnell als Snack vorm Sport. Hier, wie gesagt, kurzer Outfit-Check. Schuhe, Adidas, All Black, dazu weiße Hose, schwarzer Gürtel, weißes T-Shirt, All White wie Raffaello. Hier mein kleines Dings, habe ich mir neu geholt gehabt. Ein Schlüssel, Etui, keine Ahnung, Uhr Breitling, da Uhr Rolex. In alter Manier, Freunde, ihr wisst es, heute bombastisches Wetter. Deswegen heute mal alles in weiß, bisschen angenehmer irgendwie. Wie gesagt, ich gehe jetzt ins Auto, wir sehen uns gleich wieder und dann heißt es Gas geben beim Sport. Peace, bis gleich. Ich bin jetzt ganz kurz nochmal zu Butni gefahren, Freunde. Hier vorne ist Butni. Ich muss nochmal ein bisschen Shampoo kaufen, Haarspray, Zahnpasta, Rasierer, dies, das. Jetzt bin ich gerade zu einem neuen Butni gefahren, wo ich noch nie war. Die Hamburger werden es kennen. Hier vorne ist ein Eingang neben dem neuen Butni, den sehr, sehr viele Leute vermissen jetzt gerade in der Corona-Zeit. Doch, ich zeige euch das jetzt einmal ganz kurz. Das ist der Eingang, Freunde. Hamburger wissen, wo der Eingang ist oder was das für ein Eingang ist. Es ist der Eingang vom H1, Freunde, in Hamburg. Einer der besten Clubs hier, wo wir auch immer feiern waren. Hier ist irgendwie dieser neue Butni drin. Ich hoffe, bald macht ihr wieder auf. Liebe Grüße auch an das ganze H1. Team. Ich hoffe, ihr macht auch bald wieder auf, Freunde, genau da hinten. Und dann wird hier auch wieder back, back, bis um die Ecke eine Schlange sein. An das ganze H1-Team, macht euch bereit, wir sind bald wieder da. Und ich würde sagen, wir sehen uns spätestens nächstes Jahr wieder, wenn Corona es möglich macht. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einmal ganz kurz hier bei Butni rein, kaufe einmal 1-2 Sachen schnell. Dann geht es auch schon schnell zum Sport. Die Jungs warten auch gleich schon wieder wie immer. Man muss immer auf mich warten. Währenddessen snacke ich gleich nochmal schnell hier diesen Protein-Fruit-Bar, Raspberry mit weißem Schokoladegeschmack. Und dann kann es losgehen mit dem Sport. Wir sind jetzt gerade angekommen hier bei High Five. Hier ist die Teststation.
mein Bro, dessen Namen nicht bekannt gegeben werden darf. Zack, er verspätet sich mal wieder. Deswegen fangen wir jetzt schon mal an, weil wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil wir mein Auto ja noch wegbringen. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt auch direkt schon mal rein. Und zack, sehen wir dann gleich, wenn er endlich da ist. Ich denke mal so eine halbe Stunde. Stamina Beats. Guck, wer auch endlich mal da ist, Freunde. Hier, Zacka von Beast Mode. Was geht ab? Bist du auch mal da, mein Bester? Mir. Ja, ich hab schon mal angefangen. Junge, zu warten. Ja, Junge, guck dir das an, Junge. Was ist los? Hier ist kein Licht. Egal, auf diesen Bizeps kommst du auch irgendwann noch. Jetzt mit Zacka. Zacka Beast Mode. Die erste Brustübung jetzt gemacht. Oder machen wir jetzt mal das gute Stück hier. Dann machen wir noch ein bisschen, danach noch Bizeps. Ich weiß, es ist ein bisschen laut hier wahrscheinlich. Ich hoffe, man hört es trotzdem ein bisschen. Das bleibt mein Bester. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob der Junge natural ist. Zacka macht den ersten Satz. Ich glaube, das sind 40 Kilo jede Seite. Was geht ab? Wir sind jetzt durch mit dem Training. Sachen sind schön im Auto wieder drin. Ich gönne mir jetzt noch so einen kleinen Eiweißshake. Zacka ist noch oben, weil er zu spät gekommen ist, muss er noch weiter trainieren. Deswegen konnte ich auch nicht ganz so viel filmen beim Sport. Es war aber sowieso viel zu laut da drin. Deswegen habe ich jetzt nur so kurze Ausschnitte gemacht vom Training. Bisschen werde das so ein bisschen zusammenschneiden mit der Musik und so. Jetzt fahre ich mit meinem anderen Kollegen einmal zum Folierer. Er sitzt gerade in seinem Auto da vorne. Ich fahre ihm jetzt hinterher. Wir fahren zum Folierer. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, Jungs, ich gebe mir jetzt den Shake. Wir sehen uns gleich. Peace. Stamina Beats. Außerhalb hier ist die Halle, da ist der Eingang, da ist mein Bro. Hier muss das Auto nachher rein. Hier steht das gute Stück noch in Schwarz. Mal schauen, was es am Ende wird, Freunde. Lasst euch überraschen. Ihr werdet das auf jeden Fall am Ende sehen. Deswegen guckt euch das nochmal an. So, und in 3, 2, 1 hat eine andere Farbe. Nein, Spaß, Freunde. Das ist der Wagen von meinem Kollegen, meiner steht immer noch hier und wird am Ende nochmal gezeigt, dann, wenn er die neue Folie hat. Der Folierer ist hier in Rheinbeck, Freunde. Hier, die sind die Hallen. Überall, bla bla bla. Hier sitzt er auf jeden Fall drin, Freunde. RK Werbetechnik. Wir zeigen ihn nächstes Mal. Wir haben jetzt mal, wie gesagt, meinen Wagen abgegeben. Er hat jetzt meinen Schlüssel da drin, weil es ja schon relativ spät ist und wir ihn nicht mehr weiter stören wollten. Er hat eigentlich Feierabend, fahren wir jetzt direkt los. Nächstes Mal haben wir gesagt, filmen wir dann alles in Ruhe. Und deswegen steige ich jetzt ein bei meinem Bro. Er muss mich jetzt nach Hause fahren. Dann habe ich jetzt erstmal bis Freitag, beziehungsweise ein paar Tage, kein Auto. Aber wir sehen uns ja bald wieder, Freunde. Gerade wieder nach Hause gekommen. Mein Kollege musste mich jetzt eben nach Hause fahren. Mein Auto ist jetzt bis Freitag weg. Also 4 Tage jetzt ungefähr muss ich jetzt ohne mein schönes Auto auskommen. Aber das kriegen wir auch hin. Das war's erstmal für heute mit dem Vlog. Deswegen sehen wir uns im nächsten Video wieder, Freunde. Wenn wir das Auto abholen, dann filmen wir auch noch mal ein bisschen die Halle da, dies, das. Und ich würde jetzt erstmal sagen, ich hau mich jetzt gleich aufs Ohr. Erstmal was Kleines. Und Peace, Freunde. Was geht ab, Freunde? Hier sind wir wieder bei Fabus World. Diesmal der nächste Tag. Ihr habt ja gesehen, letztes Mal, die haben mein Auto weggebracht zum Folierer. War ein bisschen kurz, knapp, schnell, dies, das. Jetzt war ich gerade beim Sport, habe ich die Nachricht bekommen, gerade eben von meinem Kollegen, ich kann das Ding abholen. Ich freue mich schon extrem darauf. 5 Tage war ich jetzt ohne mein Auto, war echt behindert. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Deswegen warte ich jetzt gerade auf einen anderen Kollegen, der mich jetzt gleich einmal abholt. Ihr werdet ihn gleich sehen, der Herr Beast Mode. Ja, Digga, mein Spiegel ist auch schon wieder dreckig, das doch zum Kotzen. Auf jeden Fall, er holt mich jetzt gleich ab. Wir fahren einmal rüber zum Folierer, holen das Auto ab. Es ist unnormal heiß gerade in Hamburg, jeder weiß es gerade. Wir haben hier, ich glaube, 34, 35 Grad oder so. Morgen soll, glaube ich, noch wärmer werden. Deswegen auch hier ein Tanktop und kurze Hose. Aber wie gesagt, ich komme auch gerade vom Sport. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich draußen wieder im Auto, Freunde, wenn ich bei meinem Kollegen im Auto sitze. Von daher, bis gleich, Peace. Der gute Junge hier hat mich abgeholt, der Zacka Beast Mode. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg, wir sind auch gleich schon da. Ich muss sagen, ich bin leicht aufgeregt. Ich weiß echt nicht,
wie das Ding aussehen wird. Ah, ich bin echt gespannt, aber leider regnet es gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Der ganze Tag war unnormal heiß. Jetzt auf einmal regnet das. Eigentlich wollte ich das Auto abholen, wenn die Sonne scheint, damit die Sonne schön reinknallt auf das Auto, auf die Folie. Ich weiß nicht, vielleicht kommt die Sonne gleich nochmal raus. Das filmen wir ja morgen einfach. Morgens mal gutes Wetter. Dann filmen wir das Ganze nochmal schön. Die Zuschauer. Ja, morgen. Das ist die perfekte Definition für deutsches Wetter eigentlich. Heute. Ich schwör. Er ist richtig so 33 Grad und auf einmal. Aus dem Nichts einfach Regen. Aber das nicht mal deutsches, sondern richtiges Hamburger Wetter einfach. Ja, stimmt auch sogar. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir beim Verlierer sind. Und wie gesagt, morgen auf jeden Fall nochmal ein paar Szenen, wenn die Sonne scheint, vom Auto. Ich habe Zacker gefickt. Er wollte eigentlich zu einem Kollegen, nein, aber jetzt muss er mich hierher fahren. Alles gut. Aber egal, Freunde. Mach dir gleich mal eine Massage. Wir sehen uns gleich. Was sagt ihr, Freunde? Also ich finde das Auto übertrieben geil. Die Folie knallt richtig rein. Guckt euch das mal an. Sieht viel geiler aus als vorher das Schwarz, was ich hatte. Zacker telefoniert gerade noch. Ich werde vielleicht noch ein, zwei Kleinigkeiten nochmal nachfolieren, sage ich mal. Also zum Beispiel hinten das Mercedes-Logo. Auspuff werde ich wahrscheinlich auch nochmal schwarz lackieren lassen. So ein, zwei Sachen werde ich auf jeden Fall noch machen. Aber ansonsten sieht der schon richtig geil aus. Ich freue mich. Ich bereue es ein bisschen, dass ich das nicht schon vorher gemacht habe. Aber ja, man, guckt euch das an, Freunde. Richtig, richtig nice. Also ich feiere das übertrieben. Schreibt es in die Kommentare, ob es euch auch gefällt oder ob ihr normal schwarz besser findet. Ich zeige es euch, wie gesagt, morgen auf jeden Fall nochmal, wenn wir in der Sonne nochmal zeigen können, wenn ich morgen unterwegs bin mit den Jungs. Wie gesagt, vielen Dank auf jeden Fall an den Folierer. Hier ist er, wie gesagt. Ich zeige euch nachher nochmal oder schreibt es einfach in die Kommentare, nicht in die Kommentare. Ich schreibe es einfach in die Infobox rein, werde den guten Herrn nochmal markieren. Wenn ihr euer Auto verlieren wollt, gerne auch hier. Er leistet wirklich top Arbeit, hat das sehr, sehr schnell auch gemacht, muss ich sagen. Aber 1A Arbeit geleistet, richtig nice. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns gleich wieder. Wir zeigen euch nochmal ganz kurz hier einmal die gute Werkstatt, wo hier gearbeitet wird. Guckt euch das an, die ganzen Folien. Hier Chef persönlich am Arbeiten oben. Yo, Bro! Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Folie. Richtig geil gemacht. Und wie gesagt, Freunde, checkt das ab in der Infobox. Wenn ihr euer Auto folieren wollt, kommt auch hier hin. Sagt, dass ihr von mir kommt, dann kriegt ihr vielleicht einen kleinen Rabatt. Richtig! Und ich zeige euch jetzt mal ein paar Eindrücke hier von der Halle. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall nochmal am Auto. Stamina Beats. Das war's mit dem Video, diesmal wieder Fabus World. Ich muss lügen, Part 7, glaube ich, müsste das sein, oder Part 6, scheiße, ich komme auch schon langsam durcheinander, bringt nichts mehr, einfach Fabus World. Deswegen vielen Dank, wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt, freue mich immer wieder auf eure Kommentare, auf eure Likes, neue Abonnenten, es wächst langsam, aber stetig. Aber wie gesagt, ich mache einfach weiter, weil es mir auch Spaß macht, von daher würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet. Ich gehe jetzt raus und genieße das Wetter ein bisschen mit meinem neuen Auto, beziehungsweise mit der neuen Folie, sieht überfresh aus, bin echt sehr, sehr zufrieden. Wie ein neues Auto eigentlich. Auf jeden Fall, vielen Dank, abonniert den Kanal, abonniert mich bei Instagram, alles in der Videobeschreibung auch drinnen. Checkt alles andere von mir ab. Ich bin raus, mein Name ist Fabo. Peace.